Ja, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, euer Dieter oder Destiny Opa, ne? Ich sage ich ja momentan immer gerne. Vierte Folge mit meinem Titan und ich habe jetzt noch einen Kollegen dabei und zwar Bio von der Gilde LDR, Lichter des Reisenden, die mich ja freundlicherweise auch beim Raid mitgenommen haben und mir freundlicherweise auch helfen bei einigen Sachen. Und ja, er hat auch einen neuen Charakter angefangen, ein Jäger. Ich ein Titan und wir wollen das zusammen durchziehen. Also er möchte auch mit mir zusammen dann die ganzen Missionen zocken und ja, wir wollen das mal zusammen ausprobieren. Unsere nächste Aufgabe wäre, wir sollen nach Devrim in die ETZ. Das mache ich mal eben. So, starten. Halt, warum kann ich nicht starten? Bio, ich kann nicht starten. Okay. Kann das sein, dass wir das noch alleine machen müssen? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich habe es auch mit Justin zusammen gemacht. Aber dann verstehe ich gerade nicht. Nee, wenn ich auf Starten gehe, passiert nichts, komischerweise. Ich sehe dich auch gerade bei der Farm gar nicht. Wo bist du? Eingang zum Brunnen hier. Vorne. Jetzt sehe ich sie. Ah, da, ja, jetzt sehe ich dich auch. Nur was mich wundert, ist, dass ich jetzt die ETZ nicht anwählen kann. Kannst du mir mal den Druckflur geben? Warte Ich mal, weiß ich nicht. versuch's nochmal. Jetzt geht's! Danke. Keine Ahnung, was das eben war. Eben wollte er nicht. Ja, keine Ahnung. Also, wenn man dieses schäbige Schiff sieht, ne? Ja, ne? Bin ich ja mal gespannt. Ich hatte mir auch eigentlich gedacht, so dann mit dem Titan so irgendwie fast alles durchzumachen, ne? Was meinst du mit fast alles? Ja, so wie es eigentlich angedacht ist, dass du auch die ganzen Missionen und all diesen ganzen Mist machst, den Also die man Abenteuer meinst du? teilweise, ja, was man eigentlich teilweise liegen gelassen hat mittlerweile. So, ja, ich habe auf keinem Charakter eigentlich die Abenteuer wirklich gemacht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, die, wo man die Upgrade-Punkte kriegt, die werde ich auf jeden Fall alle machen. Stimmt, das macht Sinn. So, Video. Das ist, glaube ich, aber eher so eine Werd Anflugsequenz. nicht übermütig, nur weil deine Kräfte zurück sind. Die ETZ hat's in sich, besonders bei der alten Stadt. Denk dran. Die Jo. Flüchtlinge aus der Stadt sind schlimmer dran. Wenn du ihnen helfen willst, finde Devrim Kay. Ich brauche den nicht finden, ich weiß, wo der ist. Das wird sogar auf der Karte markiert. Jetzt kann der Ladebildschirm auch mal weggehen hier. Nee, die Ladebildschirme sind toll. Findest Nee. du? Ja, aber ich bin da immer in meinem Inventar und gucke für irgendwelche Sachen an. Ah, Oder. hier tut sich was. Ich bin da. Auf geht's. Ich muss mich auch erstmal wieder an das Springen gewöhnen. Also ich finde das hier springen tatsächlich am ekelhaftesten, weil Echt? du hast ja kein Gleiten. Nee. So. Auf nach Devrim. Ein Geist. Und ich habe keinen Tee, den ich anbieten Oh, kann. ich kriege eine neue Das ist wohl Geisthülle. Devrim Kay, der achte Und jetzt Stadtmiliz. Nehmen wir die Beutezüge Willst du an, wa? mitspielen? Nun diene ich meiner guten Freundin Soraya Oder? Danfor. Als Punkt 1 Ja, kontaktiere doch andere stimmt. Ja, Flüchtlinge nehmen und wir sage an. ihnen von der Ja. Flucht. Wir müssen also ein Was ist Kommunikationsgerät denn das? finden. Superkills, Granatenkills und
Beutetruhen. Selbst wenn wir sie jetzt nicht abschließen sollten, wäre ja jetzt nicht verheerend. Hier ist unser erstes, wa? Abenteuer. Wir müssen ja eigentlich keine Abenteuer, achso. Ach nee, warte mal. Ist das nicht eigentlich immer so ein rotes Zeichen? Moment. Aber hier steht, ich schließe das Abenteuer ein neues Grenzland ab. Also müssen wir das wohl machen. Also müssen wir das machen, ja. Ja. Das ist aber neu, eigentlich musste man das gar nicht machen. Fangen wir an. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Ja, mach ich. Ja. Ich muss es gar nicht scannen. Ach ja, hier, dieses Banner-Scan, genau. Ja, dieses Banner. Es müsste ja reichen, wenn du das kennst. Jo. Ja. Siegel. Aber keines, das ich kenne. Ich glaube, wir mussten jetzt hier runter. Auch nicht. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Meinst du? Kann mir vorstellen, dass man da draußen ziemlich sicher findet, wo eine Story dahinter steckt. Ja, wir beide brauchen alles, was wir finden können. Erste verlorene Guck Sektor mal, hier. In einem der Gebäude ein Depot findest. Nee. Nee, sind wir verkehrt. Müssen wir doch noch nicht rein. Ja, auf jeden Fall müssen wir später hier rein. So viel weiß ich noch. Irgendwie habe ich das auch in Erinnerung. Ach nee, wir müssen jetzt erst diese Religionstruhe finden. Bleib mal da. Ich hole mal eben die Queste. Okay. Wobei hier steht alle Religionstruhen. Wie viele sind das? Eine. Ach, ist nur eine. Ja, das ist nur eine. Ich hab die. Chance nutzen. Halte deine Augen nach Brauchbarem offen. Wo wir schon von der Wildnis sprechen, an der Wand der Kirche ist ein Symbol. Geh doch mal gucken. Ah ja, jetzt das Symbol. Ja, genau, jetzt. Genau, verlorene Sektor. Ja. Weißt du, woher das und jetzt dürfen wir hier rein. Erkunde die Kirche. Deine Steuerjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Was Gefährliches. Ich bin für was Gefährliches. Ja. Die Geschichte dieser Region ist faszinierend. Ich glaube, Tunnel. Jeder killt schon. In der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze EDZ. Ich will auch nicht sterben. Nein, ich auch nicht. Ich möchte das gut abschließen hier. Ich habe auch Gegner. Ich habe auch einen. Warte mal. Der noch rauskommt. Jawohl! Wir haben ihn! Hm. Mir wird angezeigt, dass wir hier wieder raus müssen. Dass wir was? Raus müssen? Dass wir wieder raus müssen, ja. Hier steht doch. Ich verfolge ihn. Bei mir steht immer noch Betritt die Tunnel. Bei mir steht das auch. Dann haben wir irgendwas nicht gemacht gehabt gerade. Warum soll ich hier bleiben? Weil ein Punkt für mich führt mich nach hier. Aber warum führt er mich nach hier? Hast du die Kiste schon aufgemacht? Ich habe die Kiste schon aufgemacht. Ich gehe mal noch weiter nach oben. Ah, okay. Ah, jetzt. Ich musste die Kiste auch noch aufmachen. Das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. Abenteuer abgeschlossen. Jetzt. Kommt den Kirchturm hoch. Ich setze gerade Tee auf. Level up. Der hat eh keinen Tee für uns. Nee. Ratte die. Der zählt noch ein und dann gibt er keinen ab. Missionsgegenstand. Was haben wir denn? Ah! Ein Signalverstärker. Ja, Verbrennung. So heißt die nächste Mission. Oh, neue Abenteuer, neue Mission und Regionstruhen. Genau die hier, ja. Dann wollen wir mal starten. Also zu zweit geht es auch ein Tucken schneller. Ja. Als wenn man das alleine macht. Vielleicht kann man dann mehr Missionen in eine Folge reintun. Genau. Guck mal, wir sind ja jetzt erst bei 9 Minuten. 9 Minuten 40. Sehen. Ja. 9 Minuten 40.
Ja. Auf geht's. Boah, dieses Automatikgewehr nervt. Ja, ich mag den Automatikgewehr auch nicht. Nee, ich mag die. Ich habe da noch nie richtig mit umgehen können oder schießen können. Jetzt muss dafür rein. Also vom Titan zum Warlock ist auch noch ein Unterschied mit dem Springen. Ja, ja, der Titan hat ja wirklich noch so einen Boost nach oben teilweise. Genau. Also ich glaube noch nicht bei dem Anfangsspringen, aber das Katapultspielen später, mit dem spiele ich auch immer. Ups. Du hast das Automatik drin. Das Problem ist halt, die Maschinenpistole ist halt ein bisschen ungenau. Ja, das stimmt. Ich würde auch echt gerne die Einsiedlerspiele haben. Toll. Die habe ich auch noch nicht. Hast du die schon auf dem anderen Charakter? Nee, wenn dann hätte ich, dann könnte ich die theoretisch auch hier auf dem Charakter haben, aber. Ja. Habe ich doch auch nicht. Ich habe die noch gar nicht. Die fehlen die Competitive-Punkte. Ja, die fehlen mir auch. Die werde ich wahrscheinlich auch nie zusammenkriegen. Gerade bei 0 Punkten. Boom! Fahrstuhl kaputt. Weil man kriegt ja für ein gewonnenes 80. Und wenn man halt dann später so eine Strähne hat, dann bekommt man noch mehr. Aber trotzdem ist halt, wenn du 3 Runden in der Woche spielst, kriegst du ja am Ende der Woche trotzdem 100 Punkte. Egal wie die ausgegeben sind, aber. Ja. Dummer, was will der denn? Ach ja. Er springt schon ganz schön hoch. Ach, da unten könnte man so ein, könnte man aber das, war hier nicht, hier war doch eine Sniper, ne? Ja, hier eben. Todeszonengewehr. Naja, die Schweber kann man auch noch mit der Maschinenpistole holen. Ah, da unten die muss man mit dem Sniper, warte mal, muss ich auf Sniper wechseln, so. Toll, ich habe keine Muni. Wieso habe ich keine Muni? Das ist normal. Aber doof. Oh Gott. Okay. Es ist aber immer so bei Spezialmunition. Ja. Wobei ich hier jetzt gedacht hätte, wenn man das kriegt, dass man dann auch ein bisschen Muni wenigstens kriegt, aber nö. Ich hab jetzt welche. Ups. Was ist mit dem Raketenwerfer? Oder wie? Ja, das war ein Raketenwerfer, ja. Na gut, ich habe gerade den, ich habe gerade einen Spezial Munition Granatwerfer. Ach, du bist schon da unten. Ja, man kann ja die Granaten von einem Granatenwerfer so ein bisschen timen. Ja, das stimmt. Falsche Muni, falsche Waffe. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Ach. Er läuft voll durch die Minen durch.
Und wenn man schnell genug ist, dann kommt man da durch. Dann kommt man durch, ja. Au. Ich bin schon nicht schnell genug. Was habe ich denn hier für eine Waffe? Was ist das denn? Ach, jetzt kommt das. Das ist auch nicht. Haben einen Aufzug gefunden. Ihr seid gut. Fast so gut wie Luis. Luis. Ich mag Luis nicht. Ich weiß nicht. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Ach so. Aus. Jetzt habe ich meine Maschinenpistole wieder, aber keine Muni. Toll. Ich glaube, besser die Tour ist tot. Ich habe immer eben speziellen Sonderwurf. Nachladen. Naja, so geht das. Der Ball ist auch kaputt. Ach, nee, der lebt noch. Ach. So. Kannst du eben weiter ein bisschen gucken, wo ich vielleicht nicht doch ein paar bessere Sachen habe. Du stirb. Nee, nicht ich, du. Die wollen mich töten. Jo, haben sie auch geschafft. Dankeschön. Ich finde die Granate vom Jäger ist eigentlich ganz lustig. Ja, ne? Wenn die sich da aufteilen, dann hast du noch mehrere Gegner. Ja. Alle Tage bekommst. Stirb, Kugel! Genau so. Jemand sprach, es werde Licht. Gut gemacht. Vielleicht bekomme ich dann ja irgendwann meinen Verstärker. Los, mach Tür auf. Ne, die wollen nicht die Tür aufmachen. Prometheus-Linse. Vielleicht hatte ich die gerade reingetan, weil ich ein paar viele Gegner um mich rum waren, aber ich tue die jetzt wieder raus. Ich hab die drin gehabt, wegen dem. Was ich hier im Fahrstuhl nicht verstehe, dass da überall Gegner kommen und die gar keine Chance haben, dich irgendwie zu killen. Doch, ja. Die Echt? Schweber. Ja, die Schweber. Ach so. Aber die anderen nicht. Nur die Schweber können das. Aber nicht, wenn man krass genug ist. Ah, oh, wir sind mega krass. Ja. Wir haben ja auch gestern, so gut, du warst jetzt nicht dabei. Weil, wenn man vom Power-Level höher ist, so auf 720, ist die erste Phase so einfach. Ja, das glaube ich. Also wirklich. Da ist keiner gestorben in der ersten Phase. Glaube ich. Doch einmal Justin, weil er den Buff zu spät abgegeben hat. Wir sind auf der Mine raus und auf dem Weg zu dir. Beeilt euch, dann können wir das auch. Aber er ist halt am Buff gestorben. Und nicht an den anderen Dingen. Du bist gar nicht so übel für einen Schickimicki-Hüter. Schickimicki-Hüter? Ja, das sind Schickimicki-Hüter. Eine echte Seltenheit, mein Lieber. Hawthorne! Jawohl! Also ich finde diese Videosequenzen echt geil. Die haben sie schon gut gemacht. Das
Einzige, was doof ist, dass die auf, 60, auf 30 FPS, auf 30 FPS gekannt sind. Ach so, das wusste ich noch die gar sind, nicht. Nee, die sind alle nur auf 30 FPS, höher geht es nicht. Ah, okay. Weil die überbrücken Ladezeit. Da kommt ein Signal rein. Hüter, die Stadt ist verloren. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Seid stark. Hüter, die Stadt ist Sarala lebt noch? Wenn wir jetzt aufbrechen... Keiner geht nach Titan. Flüchtlinge sind auf dem Weg hierher. Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen. Aber wir haben unsere Kräfte zurück. Und wenn wir die Stadt zurückerobern... Deine Stadt ist weg. Hawthorne, wir kommen zurück. Und zwar nicht allein. Du weißt, wo du mich findest. Tjo, da geht die Mission dann auf Titan weiter. Jetzt sind wir schon bei 20, 21 Minuten. Ich denke, den vierten Teil schließe ich jetzt hier erstmal ab. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt, Leute. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, wäre natürlich nice. Ah ja, wäre natürlich nice, wenn ihr ein Abo da lasst. Aber wir gucken uns die Sequenz eben noch an. Offensichtlich konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen. Du sagst, du hast keine Macht über den Reisenden und jetzt... Das. Erkläre es mir, Sprecher. Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen. Doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich. Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Du denkst, du hast Macht, Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Wenn der Reisende wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie. Tja, Leute, das war die Sequenz von dem Teil. Wie gesagt, hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, wäre natürlich nice, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Träumchen wäre natürlich auch ein Däumchen und Kommentare sind sowieso erwünscht. Ich freue mich über alles, was ich so lesen kann. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Folgen. Bis dahin, gehabt's euch wohl, euer Destiny-Opa. Ciao!